nur die Elbe. Einen anderen Fluss, der sich so schlängelt, habe ich noch nie gesehen. Und diese Sandbänke hat auch nur die Elbe. Das ist Elbe-typisch hier, diese Sandbänke da immer so reinragen. Das ist natürlich sehr schlecht. So, unser Teil ist hier. Und er fährt gerade über die Brücke. Nach rechts weg machen. Ne? Das heißt, er weiß dann, wo er dann abbiegen kann, er sich orientieren. Die Straße hier zum Beispiel nehmen, hier, die der Weser, die kreuzt sich irgendwann. Ja? Eine geile Geschichte, so eine App, oder? Installiert, dass er die ganze Zeit aufziehen kann. Na, na? Ist eine geile Geschichte, oder? Die App. Er müsste schon über die Brücke drüber sein, Richtung Prater. Hast du ja? Entscheide selber. Also auf jeden Fall jetzt schon rechts abbiegen. Bleib auf der Straße noch weiche. Kannst im Prinzip Richtung Bergwitz fahren. Ist doch Bergwitz davon, oder? Handy reinstecken, dann brauchst du es zum Laden reinstecken. Ja, ich habe noch 4 km/h hier unten, das heißt, sie werden bis an die Waldkante kommen. Dann kann man doch hier runterkommen. Ne? Wo sind wir jetzt? Da vorne, genau in der Kurve. Also, oder nach Edsch reinfahren. Und da ist nochmal eine Brücke, oder? Über die Bahn. Ist das richtig? Delta Oscar Hotel Serratengo für US 3.
Also entweder erstmal stehen bleiben jetzt und ruhig abwarten, weil wir sahen eine ganz ruhige Fahrt mit 5 km/h und fährst im nächsten Dorf im Prinzip rein und bleibst erstmal stehen, denke ich. Uwe, hast du verstanden? Hattest du mich jetzt verstanden? Trainer, Elbe, Wittenberg. Ausgau Hotel Serra Tango für US3. Uwe, kommst du bitte doch zurück, das wird nicht. Wir haben hier kaum Geschwindigkeit. Zwischen uns liegt eine Bahnlinie, über die musst du erstmal zurückkommen.